Hallihallo Leute, willkommen zurück hier offensichtlich im Zentrum der Hölle von Dr. Quaid. Wir versuchen ihn zur Strecke zu bringen und zu verhindern, dass er eine Armee von Leapern unter seinem Kommando erschafft, weil so in der Richtung, sowas will er ungefähr. Und ja, ich denke mal, nachdem das so eine offensichtliche Kampfarena ist, wird es gleich wieder einen Bossfight geben. Also, gehen wir mal da rein. Schau an, wie eifrig sie die neue Ära der Erleuchtung verhindern will. Sie will, dass wir weiter in unserem düsteren Individualismus leben. Geht, meine Kinder! Teilt meinen Traum mit ihr! Oha! Autsch! Ja, aber... Erlebe die kollektive Kraft! Nimm das! So. Autsch. Meine Arbeit ist die Zukunft. Ich bin die Zukunft. Nicht, wenn ich es verhindern kann, Junge. Töte sie nicht! Ich will ihr Gedächtnis kosten. Ja, du willst mein Gedächtnis kosten. Aber nicht auf meine Kosten. Und überlasten, jawohl. Erlebe die kollektive Kraft! Du verstehst wohl nicht ganz, dass ich gerade deine Leute alle mache. Ja, irgendwie nehme ich immer gerade die falsche Combo. Neuer Schlüssel verfügbar. Habe ich doch gerade noch gesehen. So, was kann ich dir kaufen? Ein Schadens-Y oder ein Heilungs-Y? Ich überlege jetzt mal kurz, ob ich die Schadenskombo umbauen soll. X, Y, Y, X, das würde gehen. X, Y, Y, X, das hätte ich. Und dann könnte ich jetzt ein Y kaufen. Und dann könnte ich dann ein Verstärkungs-Y nehmen. Das würde doch aber mal passen. Ich glaube, das probiere ich mal. Kann man ja immer wieder rückgängig machen. Also ich meinte jetzt praktisch das hier zu einer Schadens-Kombo umbauen. Habe ich mich da verzählt? Scheint so. Nee, ich habe doch zwei Schadens-Y. Ach nee, das eine war eine Verstärkungs-Y. Ja, okay, auf jeden Fall könnte ich jetzt hier das Gekaufte reintun. Na komm, geh rüber. Hallo? Warte mal. Da wollte ich jetzt hin. Dann da den Verstärkungs-Y. Nee, dann komme ich aber nicht auf die, kann ich nicht die ganze Combo machen. Da unten könnte ich eine Schadenskombo machen, dann hätte ich zwei Ys. Die hätte ich dann. Und dann viele Xen. Wie viele Xen habe ich denn? Ich räume mal alle hier raus. Alle. Jetzt bin ich zu sehr verwirrt. Also, Y würde dann gehen. X, ja, dann wäre es vorbei.
YY 3 mal X und dann das Verstärkung X. Das würde doch gut passen, oder? Das habe ich dann wirklich gleich alles abgeräumt. Jawohl. Dann nehme ich dich. Das sieht doch mal ganz gut aus. Dann würde ich jetzt hier tatsächlich den hier kaufen. Den kaufe ich mir. Genau. Sieht doch gut aus. So, dann würde ich sagen, sollen wir hier eine Heil-Kombo machen? Die passt aber nicht so gut. Dann würde ich mal hier eher eine Auflade-Kombo machen. Ich glaube, die passt besser. Genau. Dann wäre ich hier bei der Heil-Kombo angelangt. Was habe ich jetzt noch übrig? Oh, kann ich da nochmal ein Verstärken hintun? Oder so eine S-Impression? Wow, und wie? Krass, oder? Bringt's das oder soll ich den hier lieber nehmen und dahin tun? Weil ich meine, das ist natürlich schon dann voll die fette Combo da unten. Die hält ja wahrscheinlich gar keinen Gegner aus. Ich mach das so. Weil es wäre schon cool. Aber die hält doch keinen Gegner aus, wenn ich da jetzt noch ein Y mache. So weit kommt doch gar kein Gegner, oder? So weit, solange steht, meine ich doch kein Gegner. Nee, das machen wir so. Also nochmal. YXYXY ist die Heil. XYYXY ist die Erholung. Und die Regeneration ist YYYXXXX. Okay. Puh. Individualismus hat ausgedient! Ihr Verstand interessiert mich nicht mehr! Ich will ihr Blut! Tötet sie! Los! Reißer! Habe ich gesagt, es hält keiner aus? Erlebe die kollektive Kraft! Mich interessiert gerade, ob diese Tarnung auch bei diesen Reißern funktioniert. Ja. Ach, die haben sich gegenseitig gedeckt. Aha. Du bist ein Anachronismus-Gedächtnisjägerin. Au. Ah, den habe ich so geschafft. Nimm das. Meine Arbeit ist die Zukunft. Ich bin die Zukunft. Ich muss mich mal wieder ein bisschen heilen. Ja, aber die Heil-Kombo ist natürlich jetzt immer so effektiv gegen die. Erlebe die kollektive Kraft! Moment mal, Leute. Ich muss mal schauen, ob ich die Kombo nicht doch wieder umbaue. Ich glaube, ich nehme den hier mal weg. Moment, was ist das? Da hätte ich jetzt dann Regeneration 46. Oh nein. Ach nee. Nein. Langsam. Dich bitte dahin. Und hier habe ich jetzt
Regeneration 32, das ist nicht viel. Und jetzt habe ich eben Regeneration 60, das will ich. Und hier, nein. Und hier könnte ich jetzt noch, so. Und jetzt ist meine Heilkombo nämlich auch wieder ein bisschen kräftiger. Jawohl. So, Junge. Jetzt nimm die Kraft der Heilung in dich auf. Ah, Quaid. Aua. Niemand verhindert, dass ich meine Arbeit beende. Und du, Gedächtnisjägerin, wirst nicht länger. Nein! 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 Ja. Das war's wohl mit dem Dr. Quaid. Und wir haben ihn nicht erledigt, sondern der Johnny Greenteeth hat ihn erledigt. Ja, dann geht's wohl abwärts. Ah, okay. Oh, da unten liegt er. Uiuiuiui. Und unser Bad Request ist auch da. Bad, hier ist Nelin. Hörst du mich? Wir holen dich hier raus. Quaid! Er ist mir aus dem Kopf. Danke. Ja. Danke, Gedächtnisjägerin. Danke für das Öffnen der Türen. Johnny Greenteeth. Sie waren nicht nur das Subjekt eines Experiments, oder? Dr. Green? So leer. So wahr. Die Vergangenheit ist ein fremdes Land. Ich sorge dafür, dass jeder erfährt, was dir hier angetan wurde. Wir waren Monster. Aber wenigstens waren wir frei. Er wollte uns zu seinen Sklaven machen. Quaid ist tot. Es ist vorbei. Code Schwarz. Authentifizierung akzeptiert. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Ja, alles vorbei. Sebastian hat bezahlt. Jetzt bist du dran, Gedächtnisjägerin. Dann gehört es mir. Und dieses ganze Grauen wird von den Flammen verzehrt. Sorry, Leute, ich muss mir nochmal kurz meine Kombos ansehen. Wir haben einen Bossfight gegen Johnny Greenteeth. Okay. YYY ist die Schadenskombo YXYX. XYY ist die Erholungs. Leute, ich fürchte, das wird ein vermutlich längerer Part werden. Schauen wir mal, wie ich mich schlage. Reise! Autsch! Der gesichtslose Tod. Ah! Da. Okay. Okay. Da muss ich mich wahrscheinlich irgendwie... Da ist der Dr. Green. Ich könnte die Logikbombe nehmen. Ich könnte versuchen, ihn von hinten
Ja, ich weiß nicht, ob bei dem das funktioniert. Ich könnte die Raserei nehmen, ich könnte den DOS nehmen. Ich glaube, ich probiere mal die Logikbombe aus. Aber wir sind zu weit weg. Jetzt, ah. Oh, hab mich selber getroffen. Ungenannter Tod. So. Oh. Oh, der kann neue holen. Okay, das stimmt was nicht. Okay, okay. Das ist ganz falsch, Leute. Ganz falsch. Ach, Schatten des Zweifels. Au. Ich sehe dich. Aber ich dich leider nicht. Der gesichtslose Tod. Mist. Autsch. Versteckte Bedrohung. Moment. Versteckte Bedrohung. Das deutet doch darauf hin, dass ich hier wieder mal einen DOS und einen Raserei brauche. Moment mal. Ich versuche mal. Moment. DOS. Okay. Ich hoffe, das war gut. Das unter tausendfaches Ehren. Okay, ich bin wieder aufgeladen. Okay. Ich brauche... Oha. Ungenannter Tod. Ich verstehe. Oh, das ist mies, Leute. Das ist richtig mies. Richtig mies. Ich sehe dich. So. Ja, ja. Der gesichtslose Tod. Versteckte Bedrohung. Autsch. Ungenannter Tod. Nur 25 Sekunden, wenn ich es nicht schaffe, noch weiter aufzuladen. Schatten des Zweifels. So. Sensen DOS. Okay, ich sehe keinen Energiebalken bei ihm. Das ist mein... Ich sehe dich. Mein... Autsch. Der gesichtslose Tod. Verdeckte Bedrohung. Aua. Die Hydra wird siegen. Ungenannter Tod. Schatten des Zweifels. Ah, jetzt ruft er wieder neue. Wickelt mich in ihre Haut. Scheiße. Wickelt mich in ihre Haut? Oh. Ach, das wäre eine Quicktime-Move gewesen. Ach, herrje. Ich. Viel Spaß. Viel Spaß. Steckt mich in ihre Haut. Autsch. Der gesichtslose Tod. Au, 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 au. Tötet.
Versteckte Bedrohung. Ungenannter Tod. So. Vielleicht, ich kann gar nichts mehr sagen hier. Purifikation! Und jetzt? Schuldig! Genug! Schuldig! Strafe! Millen, Johnny befahl die Zerstörung der Laboratorien. Alles wird in die Luft fliegen. Du musst raus hier. Strukturschwäche. Aber danke. Okay. Ah, da ist noch ein Amnesis ist. Das lesen wir mal gleich vor, Leute, aber nicht jetzt. Ich dachte, ich muss hier raus. Ach, muss ich schon wieder über den Sarg gehen? Ah, okay. Gleicher Weg wie am Anfang. Armer Bad Request. Hat uns das Leben gerettet. Ja, so kann man auch. Puh. Die Menschheit ist eine zerbrochene Reihe freier Menschen, die aufgrund ihrer Subjektivität isoliert ist. Simone de Beauvoir. Beauvoir. Der Brodem der Bastille hat sich verzogen. Ich sehe alles klar. Memorize, Sensen, die Leaper, die grausamen, geheimen Experimente. Alles hängt zusammen. Ich will diese falsche Utopie zerplatzen lassen, sie zerfetzen. Ich muss den Konzeptionswürfel finden, im Herzen von Charles Cartier-Wells Mnemopolis. Dort wird der Sensen-Fluch gehütet. Sicher und warm, im kobaltblauen Schein von Memorized zentralen Servern. Nichts wird mich davon abhalten. Weder die mörderischen Maschinen, noch die brabbelnden Leaper, oder der Vater, von dem ich nichts mehr weiß. Episode 7. Das verlorene Paradies. Die brabbelnden Leaper. Okay. Das verlorene Paradies. Alle S-Impressions verbrauchen einen Fokusbalken. Das habe ich auch gemerkt, ja. Lass Memorize implodieren, sodass die Welt selbst den Namen Cartier-Wells vergisst. Wenn alles vorbei ist, stoßen wir auf David an. Danke, Olga. Wow, was für eine Rekrutin. Du hättest sie früher anheuern sollen. Okay, Konzentration. Finde den Zugang zum Hauptsicherheitsposten von Mnemopolis. Okay, Leute, den Hauptzugangspunkt zu Mnemopolis finden wir dann im nächsten Part von Remember Me. Und dann lese ich auch den Amnesist vor. Versprochen. Also, bis dann. Ciao.